Hallo No Man's Sky. Ich freue mich, euch willkommen zu heißen in einer neuen Folge von mir und hoffe, euch was Neues zeigen zu können. Beziehungsweise das Blender Glitch wollte ich euch mal zeigen, wie man das so benutzt. Beziehungsweise die Nachfrage nach einem deutschen Guide war ja entsprechend da und ich versuche euch mal ein bisschen was zu zeigen. In dem Falle baue ich hier gerade eigentlich eine Basis. Bin auf Semira Prime 2.0. Ein Contest von Semira ausgerufen und zwar wegen der Basen. Ich denke mal, ich werde nicht dran teilnehmen, weil das wäre unfair. Das heißt natürlich nicht, dass es jedem gefällt, was ich hier tue oder was ich gebaut habe oder meine Ideen, aber ich finde, es wäre unfair. Gut, sei es drum. Ich zeige euch jetzt ein bisschen den Teil, den ich jetzt hier schon fertig habe und später befassen wir uns damit, wie bauen wir so etwas selbst. Okay, also einmal los. So, wie gesagt, es ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er das hier findet. Aber das Ganze ist ja ausbaufähig und fertig bin ich ja noch lange nicht. Aber einfach mal, um euch zu zeigen, was möglich ist. Was kann man machen? Und zwar in dem Falle, dieses hier besteht alles aus Bodenplatten. In dem Falle Dreiecke. Und ja, wie ihr seht, es ist einiges möglich. Und der Sache wollen wir uns natürlich annehmen. Eine automatische Luftschleuse zu bauen, die mehr oder minder ein Must-Have ist für jede Basis. Es ist einfach ein Eye-Catcher. Ja, ich habe jetzt einfach mal umgeloggt in meinen Kreativmodus und ja, kreativ ist eigentlich sehr schön, weil ihr habt von Anfang an so ziemlich alles und wenn ihr doch noch etwas an Basenteilen benötigt, dann könnt ihr das, ja, obwohl ihr gar kein Geld habt, trotzdem, also keine Naniten, könnt ihr das trotzdem kaufen an den bekannten Stellen und zum Beispiel diese Navigationsdaten, um euer Schiff zu rufen, braucht ihr auch nicht. Ihr fangt auch an mit einem Schiff, das in Ordnung ist. Ihr könnt also sofort losfliegen, ihr könnt sofort auf die Anomalie und habt also soweit keine Einschränkungen. Ihr habt keine Gefahren, ihr braucht euch nicht darum kümmern, dass euch irgendetwas passiert oder dass ihr irgendetwas braucht, was ihr an Metz benötigt, um eure Rüstung wieder aufzuladen. Okay, gut, aber wir wollen ja jetzt eigentlich bauen. Dann beginnen wir mal an dem Anfang. Als erstes mal brauchen wir ein paar Teile aus der Dekoration. Und zwar hier diese Pflasterung, die könnt ihr prima an die Bodenplatten anbauen, an anderen Teilen geht es nicht. Und zwar brauchen wir nicht das Bodenteil, sondern wir brauchen eigentlich den Zylinder. Und jetzt beginnen wir mit dem Glitch. Dieser Glitch ist eigentlich nichts weiter wie wir täuschen dem Spiel etwas vor, was wir bauen wollen, was auch funktioniert. Und während wir dem Spiel das vortäuschen, also dem Programm, sagen wir ganz einfach, wir glitschen, upsa, wir glitschen einfach rüber und zwar auf den Zylinder. Und wenn wir den richtigen Moment haben, dann steht auch dieser Zylinder dort. Na super, super Anfang. Zeigen wir mal gleich, wie es erstmal nicht geht. Na. Schon wieder. Also es benötigt ein bisschen Geduld, ein bisschen Übung. Und ich stelle fest, in meinem ersten Video bin ich doch ganz schön nervös und versuche mich jetzt einfach zu konzentrieren. Allerdings muss ich immer wieder feststellen, es kommt manches Mal auf den Winkel an.
den man benutzt. Und versuchen wir es halt mit einem anderen Winkel. So. Na, schon besser. Okay, jetzt haben wir den Zylinder. Dann bauen wir noch direkt den Würfel darunter. Und jetzt nehmen wir das Rohr. Im normalen Modus, wenn ihr das im normalen Modus benutzt, das Baumenü, dann sieht das ein wenig anders aus. Da werdet ihr die Pflasterung und das Rohr nicht direkt nebeneinander haben. Aber es ist kein Problem, es ist im selben Menü drin, ihr braucht nur entsprechend switchen. Okay, so, jetzt haben wir etwas aufgebaut. Und beim Aufbauen im Blender Glitch passiert das häufigste, die reißen es wieder ab. Okay, dann müssen wir jetzt wieder einen Zylinder nehmen und zwar an das Rohr ansetzen. Und bei dem Rohr ist es jetzt wichtig, darauf zu achten, wie es am Rohr dran ist. So, wie ihr seht, es dreht sich. Und zwar ist das dafür wichtig, wenn ich jetzt rüber switche auf die Pflasterung, wenn ich jetzt in die Richtung gedreht habe, dann kommt ein Rohr, nein, ein Zylinder. So, jetzt habt ihr die Pflasterung so stehen. Das ist jetzt nicht unbedingt tragisch, aber für das, was wir vorhaben, nicht unbedingt gut. Jetzt könnten wir natürlich auch sagen, ja, wir nehmen nochmal eine Pflasterung hier, weil wir nämlich genau an diesem Punkt ja auch ansetzen wollen. Wir nehmen das Rohr weg, setzen noch eine Pflasterung und schon können wir unsere Bodenplatte oben drauf setzen. Aber so ist das nicht gewollt. Und dazu kommen wir auch später, warum das in dem Falle nicht so gut ist. Okay, also, ihr nehmt wieder den Zylinder, setzt ihn an, geht mit der Maus nach ganz oben oder so weit wie möglich nach oben. Wie ihr gesehen habt, hat sich da der Zylinder gedreht. Und jetzt switchen wir oder glitschen wir rüber auf die Pflasterung. Ja, so war die Idee zumindest. Okay, nochmal kontrollieren, jawohl. Da soll es natürlich auch nicht hin. So, jetzt. Gut, dann müssen wir jetzt uns eine Bodenplatte holen. Bekanntes Vorgehen. Und zwar diese Bodenplatte. Die hätte ich gern in schwarz. Und dann können wir unsere Bodenplatte da drauf stellen. Wie ihr seht, woanders geht das natürlich nicht. Gut. Und wie ich schon sagte eingangs, oder anfänglich, wie sagt man das? Ja, ich denke mal, ihr versteht mich. Das meiste reißt man wieder ab, obwohl man es gerade so schön aufgebaut hat. Jetzt gehen wir wieder rüber zur Deko. Und setzen die Pflasterung an. Dann fangen wir hier an. So, dasselbe wieder. Wir nehmen den Zylinder, den wir tatsächlich brauchen. Okay, da hinten wollen wir es nicht, da ist es auch nicht, gut. Lässt mal gleich den Winkel ändern. Also wie gehabt, den Würfel. Den setzen wir gleich überall an. Gucken, ob wir das auch alles richtig gemacht haben. Jawohl, das sieht gut aus.
Ja, und die Bodenplatte, die brauchen wir auch nicht. Nehmen wir uns das Tor und setzen das an. Wie ihr seht, können wir das Tor auf die Bodenplatte setzen. Und zwar so wie es hier wäre. Immer darauf achten, dass die Gelenke innen sind. Mit R könnt ihr ja drehen. Gut, wunderbar. Das war ja schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir das Tor. Und wie ihr seht, das Tor ist ja geschlossen. Okay. Jetzt habe ich die Deko bzw. die Rohre eigentlich zu früh angebaut. Obwohl eigentlich, nein, die sind okay, die lassen wir da. Oder... Bodenplatte nehmen wir auch weg. Jetzt einfach eine Glasbodenplatte rein. Sollte jetzt nicht so richtig funktionieren. Wenn aber statt dem Rohr auch die Kugel ansetzen. Haben wir eigentlich auch dasselbe hinaus.
Okay. Haben wir also wieder das Rohr? Nee. 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 Ah. Ja, okay, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Das funktioniert natürlich nicht. In dem Falle. Mal ein Rohr dahinter. Diesmal keinen Würfel. Beide Würfel benutzen wir jetzt. Normalerweise würden wir es ja andersrum machen, aber das Tor stört ein wenig, da wir die Rohre nicht einfach anbringen können. Wir könnten die Tore jetzt eröffnen. Dann würde es allerdings trotzdem gehen. Aber wir können uns das ja auch hier ein bisschen leichter machen. So, wieder die Kontrolle. Ist auch wirklich richtig gedreht. Jawohl. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Jawohl. So sollte das aussehen. So, dann können wir auch die Rohre schon wieder wegnehmen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So gut war das gar nicht.
Jetzt brauchen wir die Tore doch offen. Das heißt, ja, da bin ich gar nicht drauf vorbereitet, weil hier im Baumodus, also im Kreativmodus, habe ich Strom grundsätzlich. Das heißt, was brauche ich? Was brauche ich denn da? Gut. Dann gehen wir wieder in die Strukturen. Einfach nehmen einen Glasboden, der jetzt natürlich nicht da reinpasst. Kleine Metalltür brauchen wir als erstes, dann benötigen wir das muss man natürlich vorher wegnehmen, sonst klappt das nicht, was wir davor haben. So wie ihr seht, jetzt haben wir eine Metallfassade, wie sich das nennt. Jetzt springen wir rüber zur Bodenplatte, die natürlich da jetzt passen würde, aber nicht auf dem Boden. Da ist sie rot. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Das heißt, immer das, was unten ist bei diesen Türen, da geht dann auch die Bodenplatte hin. Wenn wir es denn hinkriegen, beim ersten Mal wäre super. Nein, natürlich nicht. Seht, die erste Bodenplatte haben wir drin, obwohl sie eigentlich gar nicht dort zu bauen ging. Und so funktioniert es auch mit den anderen. Bodenplatten. Wir müssen natürlich immer gucken, wo oben und unten ist. Der größere Abstand bei dieser Tür ist oben, der kleinere ist unten. Das heißt, in dem Falle, dass wir die Tür hier aus anbringen müssen. Wir hätten das unten auch machen können. Aber da konnten wir das ja auch so regeln. In dem Falle von innen, weil sie ganz anders liegt.
Deswegen der Winkel ist davon abhängig, ob er es schnell und gut hinkriegt. Wobei, in dem Falle meine ich eigentlich eher schnell, das heißt also schnell fertig. Toll. Die Bodenplatten sind drinne. Das können wir erstmal wegnehmen. Und jetzt bauen wir uns noch einen Schalter dazu. Nicht doch da. In dem Falle den Bewegungsmelder. Oh, hier mal zwei hin. Einfach nur dahin. Wo stehe ich denn? Und zwar, damit wir nicht so viel hin und her switchen müssen, benutzen wir die Steuerungstaste oder Control und schließen jetzt unseren Schalter einmal an, dass wir Strom drauf haben, jawohl. Und der Schalter da hinten, wo ist da auch noch Strom? So. Dann können wir dieses hier abbauen. Ja. Und bauen uns die Strom. Das ist gut, das ist momentan noch richtig so. Jetzt wollen wir doch noch mal schnell zeigen, warum das so gut funktioniert und warum ihr den Bewegungsschalter nicht benutzen könnt, wenn ihr ein Tor so hinstellt. Eieiei. Ja, ich habe ein bisschen meine Tastatur ruiniert, damit das mit dem Blender-Glitch auch gut funktioniert. Und zwar, die Steuerungstaste hat einen ziemlich langen Weg. Und bei dem Glitchen ist es natürlich vonnöten, dass man nicht sehr viel Zeit verliert oder beziehungsweise das Glitchen auch schnell funktioniert. Und damit das auch schnell funktionieren kann, habe ich den Weg verkürzt und dafür meine Taste ein wenig zerstört, also die Tastatur an sich.
beziehungsweise also dafür gesorgt, dass der Tastendruck nicht ganz so weit ist. Funktioniert schon ganz gut, aber ist leider noch immer nicht ganz so perfekt. Okay, gut. Jetzt sind wir wieder aus dem Baumodus raus. Und wenn ich es richtig angeschlossen habe, müsste es jetzt eigentlich so gehen. Jawohl. Na, das Tor hätte ich dahinter stellen sollen. Na gut, okay. Aber es ist scheinbar zu erkennen, wenn ich näher komme, schaltet der Schalter. Das Tor bekommt Spannung oder Strom. Und es schließt sich. Also, es ist ziemlich ungeeignet, dass wir da durchkommen. So können wir das nicht bauen. Nee, auch nicht, wenn wir schnell sind. Nein. Ja. Ein Versuch haben wir noch. Und schnell, 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 schnell. Das ist jetzt genug der Tür auf- und Zumacherei. Jetzt tun wir das mal entfernen. Gut, okay. Also, wie ihr seht, habt ihr jetzt ein prima Tor. Entsprechend so funktioniert, wie wir das gerne hätten, aber wir können das nicht so gut sehen. Ich noch zu nah dran bin. Okay. Dann Taschenlampe an. Und dann gehen wir mal los. Dieser Effekt ist etwas sehr Schönes. Ein wenig laut, aber ansonsten sehr schön. Und jetzt haben wir natürlich keinen Schalter hier, dass wir wieder zurückkommen. Äußerst schade. Ui. Na gut, okay, mit so einem Zug habe ich natürlich noch nichts drin. Nein! Dass ich höher fliegen kann. Aber das kommt mit der Zeit auch noch. Ich fand es erstmal interessant, euch zu zeigen, wie man ein Tor baut. Ach was, wir bauen noch schnell hier einen weiteren Schalter hin. Dann können wir das auch mal korrekt benutzen. Jetzt fahren wir mal schnell dahin. Nutzen wieder unser Kabel. Kabel so. Und schließen uns auch hier an. Gut.
So, jetzt haben wir den Schalter natürlich gleich an die erste bzw. zweite Platte gebaut. Mal gucken. Ja, beim langsamen Gehen funktioniert's. Wenn wir jetzt sehr schnell gehen, dann laufen wir ein wenig über die Tür, die noch nicht ganz offen. Also die Position ist sehr wichtig. Zum Beispiel der Abstand von dem Schalter, den wir hier hingebaut haben, ist ausreichend, dass wenn wir in die Nähe des Schalters kommen, dass dann auch das Tor rechtzeitig offen ist. Aber letztendlich ist es ja auch nicht schlimm, wenn man kurz warten müsste, um dann durchzugehen. Gut, okay, aber jetzt kommen wir auch noch zu dem Effekt, den wir dort gesehen haben bei dem anderen Tor im Normalmodus. Gehen wir wieder in die Deko. Dieses Mal nehmen wir das Licht. Ja, wem es gefällt, nimmt eine andere Farbe. Gelb, grün, das ist egal. Wir nehmen jetzt einfach mal rot, der Ordnung halber, weil was wir drüben ja auch so gesehen haben. Lampen genauso wie alles andere oder fast alles andere können wir ja auch drehen. Mit R. Dann ist der Stecker natürlich sehr ärgerlich, den wollen wir ja gar nicht, dass der gesehen wird. Dann machen wir das einfach so. Wie ihr seht, ich bin im Kreativmodus. Ich sagte ja, alles hat grundsätzlich Strom, außer die Tore. Das macht ja keinen Sinn, weil die auf und zugehen sollen. Also Lampen, ich brauche nicht extra Strom hinlegen. Also ihr müsstet natürlich noch Strom hinlegen. Dann machen wir dasselbe hier. Mal drehen. Jetzt machen wir das hier oben auch nochmal. Ups. So, dann haben wir zumindest äußerlich schon mal das Tor so, wie ihr es vorhin am Anfang gesehen habt. Und zwar mit Beleuchtung. Ihr könnt natürlich alle anderen Varianten aufnehmen. Das ist jetzt nur ein Vorschlag. Ihr könnt die Lampen auch verlängern. Ihr könnt sie als Lichtleiste in eins durchlegen. Ist auch kein Problem. Oder einmal ringsrum. Ja, oder halt ganz andere Lichter. Genau, ganz andere Lichter. Das können wir ja auch nochmal schnell machen. Und zwar Baumodus, Kamera. Dann
peilen uns genau die Mitte an. Zum Beispiel, man kann es natürlich auch woanders hinlegen. Das ist jetzt stark irritierend, so geht es besser. Okay. Ah, ich bin zu dicht dran. Ja. Ah, ich stehe zu dicht dran. Okay. Natürlich. Dann switchen wir rüber auf den Lichtbogen. Da war ich zu langsam, deswegen die unnötige Position. Auch wieder zu langsam, deswegen das die Laborlampe. Aber ich schaffe das noch. Okay. Jetzt könnt ihr sehen, dass es genau in dem Quadrat drin ist von der Bodenplatte. In der Bodenplatte könntet ihr das auch machen. Es kann aber passieren, dass dann ja, sowas wie ein Stolperfalle. Gut, natürlich können wir auch noch die Farbe ändern. Nehmen wir dafür ein Rot oder ein Grün. Man weiß es nicht. Nehmen einfach mal ein Rot. Schönes gedämpftes Licht, finde ich. Kann man machen, muss man nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.